Ich habe euch mal die witzigsten Nischen aus den letzten 5 Jahren Online-Marketing herausgesucht. Der Sinn jetzt hierbei ist, dass Nischenmarketing nicht immer stumpf und trocken sein muss, sondern man kann sich auch die lustigsten Sachen raussuchen und ja, dann einfach eine Nischenwebseite drüber machen. Und wir fangen mal direkt an mit der Milchpumpentest oder die Milchpumpentest. Und da stelle ich mir schon wieder die Frage, wenn der Besitzer ein männlicher Herr ist, wie hat er das getestet? Lassen wir das? Gehen wir weiter. Einer meiner ersten Nischen war ja der sogenannte WC-Sitztest. Gut, WC-Sitze braucht man, ist an sich nicht so witzig, aber das Witzige war, dass ich ungefähr 50, 60 Unterseiten dazu geschrieben habe und anschließend Albträume hatte von WC-Sitzen, über die ich tausende Wörter verloren habe. Also kann man auch machen. Und gerade wenn ein Kumpel mich fragt, ja, was machst du gerade so, dann hatte ich gesagt, ich arbeite an einer WC-Sitz-Testseite. Und dann haben sie sich natürlich gewundert, kann man da überhaupt so viel schreiben? Und wenn ihr auf diese Seite geht hier, wcsitz.benaunet.eu, dann werdet ihr sehen, man kann richtig viel über WC-Sitze schreiben. Nummer 3. Potenzmitteltest. Auch sehr geil. Besonders frage ich mich auch da, wie wurde das getestet? Und wie ist der Besitzer damit umgegangen und konnte die Tests validieren? Sehr coole Sache. Dann kommen wir zu einer eher niedlichen Nische. Hunde-Regenmäntel. Sehen nicht schlecht aus. Finde ich auch super niedlich. Und ich glaube, das war eine Dame hier als Besitzerin und die hat sich echt Mühe gegeben, da eine süße Seite hinzubasteln. Nummer 5. Liebeskugeln gegen Beckenbodenschwäche. Habe ich noch nie von gehört und wahrscheinlich auch noch nie genutzt. Aber ich habe gehört, die verkaufen sich richtig gut und das ist richtig, ein richtig guter Markt. Wenn du jetzt wissen willst, wie man die benutzt, dann google selber. Ich zeig's dir jetzt nicht. Nummer 6 kommen wir jetzt hin. Jetzt muss man dazu sagen, dass ja, ich bin ja ein männliches Wesen und mein Kameramann auch. Das heißt, wir hatten natürlich Spaß beim Heraussuchen dieser Nischen und sind dann auf solche Nischen hier gestoßen. Menstruationsschwamm. Auch hier ist wieder sehr lustig, wie man das Ganze testen könnte, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt zu sehr aufs Detail gehen. Nummer 7, eine meiner Lieblingsnischen von früher, Kondometest. Und wenn jetzt die Frage aufkommt, ja, ich habe die getestet. Jetzt nicht die Kondome für Frauen, aber die anderen hatte ich alle mal getestet und daraus auch sehr wertvolle Informationen gewonnen und damit eine schöne Nischenwebseite etabliert, die bis heute in den letzten 4 Jahren immer ihre Einnahmen generiert. Das sind nicht unbedingt die höchsten, weil so eine Kondome, die kosten ja nur 10, 15 Euro im Pack. Aber da kommt immer ein bisschen was rum. Also auch da gibt es Nischen, die sehr lustig sind und die man etablieren kann. So, Nummer 8. Zigeunerkarten. Da habe ich eben schon gehört, Zigeuner ist ja an sich ein Schimpfwort inzwischen. Und von daher macht das die Nische so ein bisschen witzig. Aber für die, die in dem esoterischen Bereich tätig sind, ist es vielleicht einfach das Normalste der Welt. Nummer 9. Seitenschläferkissen. Da sieht man auch, dass hier irgendwie ein Fehler im Banner geschehen ist, dass jemand da ähnlich hinbekommen hat. Auch nicht schlecht. Aber als ich mir das hier durchgelesen habe, habe ich schon gemerkt, ey, das sind richtig coole Sachen, wenn man so ein Ganzkörperkissen sich zulegen kann und damit wie so ein Baby seitlich drinnen schlafen kann. Also da hätte ich auf jeden Fall mal Bock, das auszuprobieren. Und Nummer 10, das ist so der Knaller für mich, Mundgeruch für Hunde. Also nicht Mundgeruch für Hunde, sondern Mittel gegen Mundgeruch für Hunde. Und da habe ich mir dann wieder die Frage gestellt, okay, offensichtlich küssen doch sehr viele Herrchen ihren Hund und wollen, dass der Hund dabei gut riecht. Wie der Hund sich jetzt dabei fühlt, keine Ahnung, ist auch bestimmt sehr schwer zu testen, welche der Mittel die Hunde so gut finden und welche nicht. Ja, das waren die 10 witzigsten Nischen, die ich hier gerade rausgesucht habe.
Wenn du eine witzige Nische gefunden hast oder selber eine aufgebaut hast, schreib mir gerne dazu einen Kommentar unter dem Video und dann wünsche ich uns allen noch einen sehr heiteren Tag. Viel Spaß, viel Erfolg. Ciao.